Was geht ab, liebe Pyros, und damit herzlich willkommen zum Vorstellungsvideo von meinem Silvesterfeuerwerk 2021-2022. Das ist nur ein kleiner Teil, da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu. Wenn ihr noch weitere Videos davon sehen wollt, dann schaut da auf jeden Fall in nächster Zeit nochmal rein. Zeigt mir das auch mal mit dem Daumen nach oben, wenn ihr noch was sehen wollt zu. Ich habe auch noch ein paar Reste von letztem Jahr, aber das hier sind natürlich auch Reste von letztes Jahr, ihr versteht mich. Und also, wenn ihr das alles noch sehen wollt, so einen Gesamtüberblick oder was vor Silvester, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich hoffe natürlich, ihr habt auch euer Feuerwerk, habt ihr irgendwie eine Möglichkeit gefunden oder habt es halt noch von letztem Jahr, ne? Wäre auf jeden Fall sehr cool, ansonsten halt Cut 1 oder halt, ihr kennt die Möglichkeit. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht, kann ich euch auch gerne nochmal unten verlinken. So, jetzt kommen wir aber zum Feuerwerk für dieses Jahr, denn natürlich muss es knallen, das ist ganz logisch. So, wir fangen an mit, was fangen wir hier an, wir müssen hier erstmal ein bisschen schauen. Ich habe jetzt extra jetzt hier diese Perspektive gewählt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt mich noch vor die Kamera setze, sieht das wieder alles ein bisschen schwieriger mit zeigen und so. Deswegen habe ich jetzt diese Kameraperspektive mal gewählt. So, und wir fangen jetzt auch direkt an. Das erste Set, das ich euch jetzt hier mal zeigen möchte, ist ein Böller-Sortiment. So, damit fangen wir jetzt hier mal an. Das Ganze ist hier von Nicole. Das ist ein relativ schönes Set, muss ich sagen. Also wir haben hier, wie ihr seht, was haben wir hier? Ich zeige euch das mal noch von hinten. Das sieht eben so aus. Ist ein relativ schönes Set, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir ganz gut auch von der ganzen Aufmachung her. Wir haben hier enthalten zweimal Pyro-Cracker, ja. Ein Maschinenböller A müssten das sein. Ne, zwei Maschinenböller A. Zwei Maschinenböller A. Zwei Maschinenböller B ist das. Das hier unten sind das Chinabella C. Ich glaube, das sind Chinabella C. Ja, also Chinabella C und zweimal Chinabella D. Also von allem so ziemlich was drin, ne? Pyrocracker, Chinabella A, Chinabella B, Chinabella C. Finde ich echt schön. Und hier unten noch zweimal Chinabella D. Finde ich ein schönes Set. Hat mir gut gefallen. Deswegen gibt es das Ganze auch noch ein zweites Mal. So, ne? Nochmal dasselbe Set. Ist wirklich schön, muss ich sagen. Gerade die Nico-Böller scheint auch noch älter zu sein. Ist natürlich älter, ne? Und das ist auf jeden Fall, ja, eine schöne Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir gut. So, dann haben wir hier. So, wir müssen schauen, wie ich das jetzt hier auf die Kamera bekomme. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir kriegen das alles hin. Haben wir hier einmal dieses Set hier. Das ist auch von Nico. Ne, doch. Ein Familiensortiment. Das ist schön, muss ich sagen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Raketchen. Das hier an der Seite müssten auch noch das Fallschirmraketen. Sieht so aus. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Sieht auf jeden Fall so aus. Ist aber eine schöne Sortierung. Dann gehen wir hier mal weiter runter. Sehen wir, haben wir hier noch Feuervögel drin. Fontänen, alte Nico-Fontänen, ältere. Hier unten auch noch Pyrocracker. Ist ein schönes Set, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Und deswegen gibt es auch dreimal. So, also das brauche ich jetzt ja nicht nochmal, die Kamera zu halten, habe ich hier dreimal. So, dann kommen wir, was kommt man jetzt? Genau, das zeige ich euch hier auch noch ganz kurz. Dieses schöne Teil hier. Die guten zylindrischen Kanonenschläge, ich, keine Ahnung, hatte die noch nie, muss ich ehrlich sagen. Sind halt so retro angehaucht, wie früher die Dinger. Die gab es ja früher schon mal, wenn ihr da was zu beisteuern könnt. Gerne damit in die Kommentare sehen. Ganz gut aus, muss ich sagen. So, ich weiß nicht, wie die Verarbeitung ist. Möchte es auch nicht unbedingt aufreißen. So. Aber einfach mal mitgenommen, wenn man da, denke ich mal, nichts so falsch machen. So, dann kommen wir aber schon zu den Batterien. Und ich denke, das ist so das, was sich die meisten, wo sich die meisten jetzt drauf freuen. Die zeige ich euch jetzt. Dann haben wir einmal dieses schöne Teil hier. Hatte ich noch nie, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich wirklich noch nie. Ich kenne auch, also ich hatte noch nie eine Batterie allgemein von Blackbox, muss ich dazu sagen. Aber ich habe jetzt schon viel Gutes davon gehört. Die sieht auch vom Design tatsächlich wirklich mega fett aus. Muss man tatsächlich mal so sagen. Also Design ist wirklich gut. Also verspricht auch einiges. Hat 25 mm Kaliber. Ist ganz schön. Ist auch schwer, muss ich sagen. Also die verspricht definitiv was. So, dann machen wir weiter. Manchmal habe ich auch zweimal, aber das seht ihr jetzt, ja. Dann haben wir die hier.
Nochmal, ne? Wie gesagt, ich bin gespannt. So, stelle ich dann auch mal hier rüber. Dann machen wir weiter mit der nächsten. Dieses schöne Teil hier, bin ich auch mal sehr gespannt drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich will so überlegen, ob ich die rausholen soll. Können wir ja nochmal in einem anderen Video machen. Ich habe ja gesagt, vor Silvester, wenn ihr das wollt, zeigt mir das gerne mit dem Daumen nach oben, wenn ihr da noch Feuerwerksvideos sehen wollt, von meinem letztendlichen Feuerwerk dann eben an Silvester, dann zeigt mir das mit einem Däumchen nach oben auf jeden Fall. Dann gibt es da nochmal ein Video zu. Ja, sieht auch gut fett aus. Auch wieder 25 mm Kaliber, selbiges gilt natürlich dann auch für die hier. Eben nochmal. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Ich hatte noch nie eine Batterie von Blackbox allgemein. Sind wirklich sehr schwer, die Dinger. Und scheinen, ja, gut zu sein. Bin ich sehr gespannt. Hab schon Effektvideos auch schon gesehen in YouTube. Könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Also sehen schon ziemlich, ziemlich gut aus. So, Moment. Dann muss ich hier schauen, wie wir das am besten machen. So. Dann kommen wir nämlich zu dieser Batterie hier. Auch so, ja, dieselbe Größe, würde ich jetzt wieder sagen. Sieht aber auch ziemlich cool aus. Bin ich auch sehr gespannt drauf, tatsächlich. Auch ein bisschen eher schlichter vom Design, wobei, kommt eh nicht drauf an. Bin ich aber sehr gespannt auf jeden Fall drauf auf das Teil. Und die haben wir dann eben nochmal hier. Moment. So. Auch hier, ne? Wieder dasselbe schöne Teil. Nummer 1 und 2. So, lege ich dann auch mal zur Seite. Dann kommen wir zur nächsten, nämlich zu diesem schönen Teil hier. Und da bin ich dann auch gespannt, die ist jetzt schon was Größeres. So, schauen, dass ich die hier auf die Kamera bekomme. Bin ich auch gespannt drauf. Sieht jetzt schon fetter aus, hat auch 30 mm Kaliber, also das Maximum. Ja, wenn ihr die kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Effektvideo sieht schon mal richtig gut aus. Und auf die bin ich dann auch sehr gespannt. So, und dann kommen wir noch zu einer von einer Firma, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte die ganze Zeit, muss ich ehrlich sagen. Bin ich also auch extrem gespannt drauf. So, muss ich hier nochmal schauen, wie ich das Ganze hier stelle am besten. Und die Rede ist hier von dieser Batterie. Ja, sieht auch mega fett aus, auch 30 mm Kaliber, wie man unschwer hier erkennen kann. Und bin ich auch sehr gespannt drauf, muss ich ehrlich sagen. Sieht wirklich fett aus, das Teil. Und ja, schauen wir mal, wie die so sein wird. So, Freunde, das war's mit Part Nummer 1 wahrscheinlich, wenn ihr euch noch einen zweiten Teil wünscht. Wie gesagt, damit ab in die Kommentare. Ein paar Reste vom letzten Jahr kommen eben auch noch dazu, aber es kommt auch noch was dazu, was natürlich alles vom letzten Jahr ist, ihr wisst Bescheid. Und ich hoffe, ihr habt auch eine Möglichkeit gefunden, hier was zu bekommen. Wie gesagt, unter dem Video nochmal meine Meinung verlinken, wo ich euch nochmal sage, wo ihr noch was herbekommt. Wie gesagt, Cut 1 ist ja sowieso kein Geheimnis, also da könnt ihr dieses Jahr ganz locker zuschlagen, weil Kategorie F1 gibt es jetzt ja im Norma und was weiß ich nicht wo. Also schaut da einfach mal nach, wenn ihr das wollt. Ansonsten, ja, schaut euch mein Video an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genießt die Vorfreundezeit. Freunde, lasst es auch nicht krachen an Silvester. Und haut rein. Euer MoviePyro911 und ciao.